Hallo, lieber Aufrufer. Eine neue Lichtgeschwindigkeit. Wer das heute noch anguckt, es ist Sonntag, der 21. Juli 2013. Ich bin in Ottenstein, habe gerade gefragt, ob ich mal eben hier die Aufnahme machen darf. Und da hat jemand gesagt, ja, darf sich nicht wundern, wenn ich durchs Bild gehe und sage, hier gibt es einen Spinner, der trägt bei 30 Grad in der Sonne einen Anzug mit Schlips. Es kann auch sein, dass jemand das nicht am 21. Juli anguckt. Also jedenfalls gute Fahrt. Ich habe was Neues zu sagen. Allerdings, das ist vom 21. Juli, nämlich hier in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das habe ich gestern Abend auf der Presse, im Pressespiegel vom Deutschlandfunk bereits gehört. Hier die FAZ hat etwas Neues aus dem De Maizière Drohnenuntersuchungsausschuss. Dazu muss man sagen, die Bundesregierung, CDU, CSU, FDP stellen das die ganze Zeit dahin, der Untersuchungsausschuss ist nur, weil Wahlkampf ist. Das muss man verstehen, das stimmt so erstmal nicht. Im Untersuchungsausschuss eines Ressorts, hier Verteidigung, Krieg, Militär, Bundeswehr und so weiter, sind eben spezielle Abgeordnete und die sollen die parlamentarische Kontrolle unserer parlamentsgebundenen Bundeswehr kontrollieren. Und das geht im Zweifelsfalle nur mit Untersuchungsausschuss, nämlich denn, wenn ein solcher Untersuchungsausschuss läuft, haben alle Akteneinsicht über den Stand eines bestimmten Themas, einer Lage hier, Verteidigungsministerium. Insofern ist der Untersuchungsausschuss nicht Wahlkampf, sondern er dient der parlamentarischen Kontrolle, indem stellvertretend für die gesamten Fraktionen ausgewählte Fachparlamentarier in diesem Untersuchungsausschuss sich dann informieren. Denn es können nicht alle alles machen. Also so viel zum Untersuchungsausschuss. Und da gibt es jetzt etwas Neues, nämlich Folgendes. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat hier die Überschrift, Seite 5, das Scheitern vor Augen. Und das ist der Grund, ich nehme das mal hier raus, aus Wind- und Geräuschgründen. So. Wochenende und Sonnenschein. Ja, also von Reimer Schacht bis Thomas de Maizière möchte ich sagen, und jetzt auf unsere Neuzeit bezogen, ob der Verteidigungsminister der SPD, Peter Struck, oder Franz Josef CDU aus Hessen Minister oder der Karl Theodor von und zu Militärminister oder jetzt Thomas de Maizière, sie sind wirklich alle nicht ihren Aufgaben gewachsen. Und der entscheidende Punkt ist aber, wie gesagt, von Reimer Schacht bis Thomas de Maizière, sie sagen uns nicht die Wahrheit und im Zweifelsfalle lügen sie. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, laut der Aktenlage hat der Thomas de Maizière bis vor kurzem erzählt, er hätte erst im Jahre 2013 von dem Drohnenproblem gehört und den Milliardenverlusten. Aber er hat hier laut Aktenlage bereits ein Jahr vorher tatsächlich Bescheid gewusst. Deutscher Militärattaché in Washington, Mail vom 26.01.2012. Die Global Hawk haben nie akzeptablen Standard erreicht, Mai 2012. Ministerinformation vom 27.02.2012. Kostensteigerungen stellen Gesamtsystem in Frage. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hier. Kostensteigerungen stellen Gesamtsystem zunehmend in Frage. Der Minister war persönlich nicht nur verantwortlich für das Ministerium, sondern war persönlich mit dieser Frage und Entscheidung betraut. Deshalb gibt es dann auch die folgenden ministeriellen dokumentierten Vorgänge der Nachfrage auch von Minister Thomas de Maizière. Was ist nun los? Ja, wie entwickelt sich das? Wie muss ich entscheiden? Thomas de Maizière hat sich beim Rüstungsprojekt Eurohawk als Minister ahnungslos präsentiert. Doch Akten zeigen, er war sehr früh über das drohende Aus im Bilde und hätte handeln müssen, um ein weiteres Abenteuer zu verhindern. Von Thomas Gutschka. Politik, Seite 5, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung von heute. Das ist die entscheidende Botschaft, was ich von Anfang an gesagt habe. Der sagt uns nicht die Wahrheit und er versucht, aus der Verantwortung zu schlüpfen. Das ist der Kronprinz Thomas de Maizière von Bundeskanzlerin Merkel, wo man immer gesagt hat, der ist für höhere Aufgaben geeignet. Inzwischen wissen wir von ihm persönlich im Interview, dass er gesagt hat, naja,
ich bin vielleicht wirklich überfordert. So, Rücktritt, das ist das Thema. Und zwar ganz schnell, dann hat es auch mit dem Wahlkampf nichts mehr zu tun. Wir haben Kriegs- und Verteidigungs- und Militärminister gehabt, die uns nicht die Wahrheit gesagt haben. Ganz schlimm war es in der Hitlerzeit, aber den Himalaya in Afghanistan zu verteidigen ist richtig, denn dort ist er. Aber Deutschland am Himalaya zu verteidigen, was Peter Struck gesagt hat, ist natürlich Schwachsinn. Auch dahinter verbergen sich Unehrlichkeiten, Unverantwortlichkeiten und letztlich Krieg. In meinem Namen bitte nicht zurücktreten, Thomas de Maizière hier. Das reicht. Okay, danke für den Aufruf.